Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid, denn wir spielen wieder eine kleine, aber feine Runde RimWorld. Und wir wollen installieren ein Wagbettchen hier drüben. Ist auf dem Weg, sozusagen. Muss nichts gemacht werden, muss einfach nur umgesetzt werden. Macht er auch schnell, zack. Ja, vielleicht. Irgendwann. Nicht jetzt. Wie schaut es hier hinten aus? Ah, hier hinten sind wir schon mit dem Strom angekommen. Das ist ganz super, weil dann können nämlich die ganzen Leichen hier noch vergraben werden. Das macht nämlich auch ein bisschen Stimmung in der Kolonie, muss ich dazu sagen. Ist auch ganz, ganz wichtig, Leichen zu vergraben. Und dann machen wir hier vielleicht mal ein bisschen größeres Feld. Weil da sind nämlich auch ziemlich viele Knochen noch übrig. Ah, wunderschön, es geht los, alles klar, 1A. Okay, gucken wir mal gerade, hier oben haben wir nämlich auch noch was, was wir wegarbeiten könnten, nämlich hier oben diesen Teilbereich. So, und jetzt gucken wir mal gerade mal, ich möchte irgendwie mal so ein etwas größeres Wildschwein oder sowas möchte ich mal ganz gerne fangen. Ich hoffe, es nimmt sich irgendjemand mit einem Gewehr dem Ganzen an, weil die haben ein bisschen mehr Bums. Schi, alles klar. Alter Schwede, das ging ja ratzfatz. Dann machen wir das Wildschwein hier drüben auch noch weg. Da sind nämlich ganz schön viele Wildschweine mittlerweile. Geht nichts über einen guten Schützen, ohne Witz. Also wenn ihr einen guten Schützen in der Kolonie habt, das ist so verdammt hilfreich. Das kann euch über Jahre retten. Gerade auch mit weiten Waffen ist das ganz, ganz wichtig. So. Machen wir die noch weg und dann haben wir... Oh, eine Kältewelle. Oh, 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 oh. Warte mal kurz. Shiro ist kein Bauarbeiter mehr. Okay, wen haben wir denn zum Bauarbeiter gemacht? Den bei Sperner, oder? Nee, Shi war das. Mach die Heizung klar. Schnell. Go for gold. Und toll. Das war nicht die Heizung, Freund. Wird es nämlich richtig. Jetzt wird es gleich nämlich mega kalt. Nein! Ach komm, echt jetzt? Jetzt kommt ein Psychoschiff runter. In der Kältewelle. Ist nicht dein Ernst. So ein Mist. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall ganz heftig jagen gehen. Weil es auch verdammt wichtig ist, jetzt viel Nahrung dabei zu haben. Wir machen jetzt hier mal kurz ein bisschen Holz weg. Einfach um nochmal ein bisschen Holz einzulagern. Wir haben zwar recht viel schon da, aber jetzt nochmal ein bisschen mehr, damit auch die Jungs ein bisschen besänftigt sind. Scheiße, Mensch. Oktober-Kältewelle. Das ist ja total bescheuert. So, machen wir da nochmal ein bisschen Jagd. Hier hinten haben wir auch nochmal einen, der wird auch gejagt. Unser Wag darf mittlerweile immer noch nicht tragen. Wie viel haben wir davon mittlerweile? Fleischtechnisch schaut es gar nicht mal so schlecht aus. Fast 200, das ist schon ordentlich. So, und das Ding müssen wir jetzt unbedingt fertig bekommen. Das heißt, jetzt wird erstmal kurz nicht mehr gejagt. Das muss jetzt alles mal verarbeitet werden, was wir hier haben. Wobei die Hasen, die Hasen sollten wir uns organisieren noch schnell. Einfach für den kleinen Hunger, für den Snack zwischendurch. Wenn das dann hier alles fertig ist, dann müssen wir das Schiff angreifen.
Mal gucken, was drin ist. Ich hoffe, es sind nur Sensen oder sowas. Shiro hat Hy oder ist oh, Hypotomie. Warte mal kurz. Ski. Benötigte Materialien. Dann baue ich Stahl ab. Wir kriegen nämlich echt Probleme jetzt gleich. Und jetzt bau das Ding. Nein! Alter! Dass diese Schiffe aber auch jedes Mal im Winter kommen müssen. Ja, wobei, egal um welche Jahreszeit das Ding kommt, das ist immer blöd. Wir brauchen hier drin eine Heizung, Freund. Alter! Machen wir das zum Krankenbett, dann wird es besser. So, pass auf. Wir müssen noch mal kurz umdenken. Wer kann noch Bergarbeiter? Bernal kann noch Bergarbeiter. Da macht Bernal jetzt erstmal mega Bergarbeiter. Dann kriegen wir vielleicht das Zeug ran. Wir brauchen Strom hier drin. Es muss unbedingt Wärme hier rein. Es wird kalt. Dieser Tage. Bernal, wo gehst du hin? Ach, Medizin holen, okay. Shiro hat eine schwere Krankheit bekommen. Erfrierung, oh nein. Pass auf, Ski. Du machst jetzt mal bitte hier das wirklich mal weg. Wir brauchen die Heizung, ohne Scheiß. Wenigstens eine. Wir brauchen am besten sogar noch eine zweite hier oben. Also, die wird zwar nie komplett durchlaufen, aber damit wenigstens mal tagsüber ein bisschen Wärme in die Bude reinkommt. Und danach geht es sowieso weiter mit unserer, warte mal, hier ist überall Heizkörper, sind hier drinnen. Legen wir hier mal auch welche rein. Sie hat hier Frühstück. Ist gut, mit dem brauchst du jetzt die Eichhörnchen nicht unbedingt jagen. Mach doch eine Arbeit mal fertig, Kumpel, oder? So, okay. Und jetzt gehst du hier runter und baust die Heizung klar. Oder? Wär doch mal eine Arbeit, wäre doch mal eine Idee. Und jetzt baust du das Ding. Ah, Heizung! Händler für exotische Güter, können wir mal kurz dich hinspeisen. Wir kriegen dafür nicht viel Geld. Ein Wildschwein. Wir haben ein Wildschwein getamed. Wieder vergessen. 77 würden wir dafür bekommen, brauchen wir jetzt gerade nicht. Ein Einmal-Artefakt, das jedes Tier in der Region im Menschenjagen einen Wutanfall versetzt. Echt jetzt? Ein Einmal-Artefakt, das jede psychische Störwelle auf einen Charakter entfesselt. Okay, ist alles in Ordnung. Raketenwerfer wäre ja gut, ne? Okay, dann bist du das Wildschwein also, das wir getamed haben. Dann hörst du auf jeden Fall auf uns und du wirst Transport lernen. So, wie schaut es jetzt hier drinnen aus? Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Wir brauchen das Ding hier oben. Okay, die Forschung lassen wir mal. Es ist jetzt alles toll, dass das so ist. Wir haben eh schon zu viel gejagt. Bernal, was machst du? Du bringst schon wieder Medikamente runter. Lass mich raten, Shiro. Extreme Unterkühlung, der schafft's nicht, Freunde, der schafft's echt nicht. Zumindest nicht so lange, wie wir noch nicht mehr Heizkörper hier drin haben. Beziehungsweise die Heizkörper sind ja nur ein Problem. Wir müssen ja auch die Temperatur halten können. Weil die Temperatur scheint, glaube ich, hoch zu gehen. 13, 12, ja, die Temperatur wird angehoben. Und das Problem ist aber das hier hinten. Wo ist... Oh nein, das hat's erwischt. Ihn hat's erwischt. Naja gut, okay. Der war jetzt nicht unbedingt gerade der wichtige Arbeiter für uns. Wobei, ja, doch schon auch. Doch schon auch. Ah, schwierig. Ganz schwierig. Pass auf. Wo ist unser Ski?
Ski, du musst jetzt mal echt ein bisschen hier rüber rennen und da was machen. Das hat keinen Wert. Wir brauchen unbedingt das Zeug. Wenn die zwei Dinger fertig wären, hätten wir schon mal ein bisschen mehr Luft. Könnten einen Ticken mehr Strom in das Netz bringen und damit wären wir natürlich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen länger gerettet. Aber es wird wärmer. Außentemperaturen steigen. Innentemperaturen auch. Bernal macht hier den Miner, das ist in Ordnung. Schmiedebank, okay, das lassen wir noch erstmal. Wir müssen aber auch jetzt unbedingt dieses psychische Dröhnen mal uns anschauen. Leichtes Brummen, okay. Spätestens wenn es mittel wird, müssen wir angreifen. Also bei der ersten Verstärkung müssen wir ran an die Sache. Es leben halt auch noch unglaublich viele Tiere hier in der Gegend. Das heißt, so eine psychische Welle, Eichhörnchen oder sowas, ist gefährlich. Vorratskapsel. Kam direkt hier oben raus bei dem Objekt der Begierde. Ist da auch kälter? Nee, das ist normal kalt. Okay. Wir haben noch nichts, um uns wirklich zu verteidigen. Prozent Chance. Was kannst du bisher? Nichts. Ah, Kimi macht schon sauber. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Da sind sie. Trommel. Die Alpakas drehen durch. Okay. Wir machen nochmal einen Angriff. Der Waag ist halt auch extrem heftig vom Angriff her, ne? Jetzt gucke ich gerade nochmal. Aber das war, glaube ich, alles. So, probieren wir das nochmal aus. Ich glaube, es wird soweit. Schauen wir mal. Ich hoffe. Ich hoffe auch inständig, dass es klappt. Die Besuchergruppen, ich hoffe, die kommen auch dadurch irgendwie. Ja, die würden sogar dadurch kommen. Weil dann könnten wir nämlich anfangen und hier das Ding mal entfesseln. Und vielleicht mit Hilfe von einer Besuchergruppe könnte es klappen. Kimi ist. Ja, die Temperaturen sind innen drin, sind echt mega, sind super, super gut. Ruht sich aus. Schaut auch gut aus. Abgeschlagen Mittelfinger, das ist schlimm, aber. Wow, der hat Gehorsam gelernt. Was? Guck mal, das Wildschwein hat Gehorsam gelernt. Das geht ja echt schnell. Ist genauso gut. Allesfresser. 50% Wildheit. Ach, 50% Wildheit. Warte mal kurz. Und wo ist unser Waag? Hier. Ist der Wert anders? 80% Wildheit. Das. Oh, der kann Transport. 1 von 8 zumindest schon mal. Also, die erste Stufe ist schon erreicht. 8 brauchen wir, dann kann er transportieren. Wäre natürlich mega. Essenstechnisch im Oktober ist zu wenig, ist mega zu wenig. Wir haben zwar relativ viele rohen Reis und sowas haben wir eingefroren, aber könnte schwierig werden. Rum hat sich verstärkt, alles klar. Okay, haben wir eine Pistole? Komm mal her. Also pass auf, du hast eine Waffe, du kannst eh weg. So. Sehr vergnügt, das ist alles schön. Schießen zwei. Kannst schon mal die andere Klinge nehmen. Schießen sieben. Kannst du den Piller ausrüsten. Und schießen vier. Kannst du die Pistole nehmen. Okay, und dann versuchen wir mal jetzt mal einen kleinen Vorstoß. Okay, der Einzige, der nicht da bleibt, ist der Koch. Der geht zurück, weil ich brauche irgendjemanden. Also, er muss.
Der muss die Tiere wegbringen. Komm schon. Ja! Ja, Baby! Alter, wie easy das war. Wie easy das einfach nur weggerotzt ist. Geil. Jetzt haben wir das Raumschiffteil gleich weg. Schaut mal hin, wie schnell das geht. Zack, 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 komm. Und das ohne Verletzte. Ist mir noch nie passiert. Ohne Scheiß, ist mir noch nie passiert. Und weg. Ja gut, der hat sich am Anfang auf den einen Kumpel hier eingeschossen. Und dann war die Sache klar, ne? Dann war die Sache klar. Haben wir den schön runterschießen können. 1A. Ich bin total begeistert, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschö.